mutig. Sie wurde von einem Clanchef bedroht und eingeschüchtert. Doch sie wehrt sich öffentlich. Wir sind Eltern von 5 Kindern. Vergiss nie, ich würde alles tun, um das zu schützen. Alles. Ich bin bereit. Dich dahin zu bringen, wo du hingehörst, ins Gefängnis. Autorin dieser starken Worte ist Anna Maria Ferchici, 37. Derjenige, den sie hinter Gitter sehen will, ist Arafat A., 42, führender Kopf einer kriminellen Großfamilie. Seit Dienstag sitzt er in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihm Mitbeteiligung an einer geplanten Entführung vor. Es handele sich um eine versuchte Anstiftung zur Begehung von Verbrechen zum Nachteil von Familienangehörigen Bushidos. Wie die Staatsanwaltschaft twitterte, seit 7 Jahren ist Anna Maria Ferchici mit Anis Ferchici verheiratet. Bürgerlicher Name des Rappers Bushido. Zusammen haben sie 4 Kinder, das 5. Kind, von dem eingangs die Rede ist. Stammt aus einer ihrer früheren Ehen. Im März 2018 gab das Ehepaar Ferchici dem Stern ein Interview. Bushido erklärte: Das und warum er sich nach rund 15 Jahren wirtschaftlich und emotional von seinem Freund Arafat A. getrennt habe. Seine Frau berichtete von kriminellen Machenschaften des Clans und von der Angst, die sie vor diesem habe. Ob Anna Maria Ferchici nun die Frau ist, die Arafat A. ins Gefängnis brachte. Darf bezweifelt werden, zumal sie über Jahre auskömmlich von der Liaison des Musikers mit dem Clanchef lebte. Hauptbelastungszeugin soll eine Schwägerin von A. sein, die mit ihren Kindern in Dänemark untergetaucht ist. Dennoch steht Anna Maria Ferchici im Fokus. Doch das kennt die kleine Schwester der Popsängerin Sarah Connor. Ferchici sorgte für viele Schlagzeilen, als sie mit den Fußballern Ludovic Magna, Mesut Özil liiert war, und Becca Lagerblom heiratete. Schwieriger ist die Suche nach einem möglichen Beruf, dem sie über die Jahre nachgegangen sein mag. Nach der Trennung von Özil soll sie in einer Bremer Boutique gejobbt haben. Aber eines ist sie auf jeden Fall, eine Löwenmutter.